Der Ostberliner Vorort ist die Heimat eines Vereins mit einem dramatischen Schicksal, der einen dornigen Weg zum Erfolg hinter sich hat. Union ist eine einzigartige Mannschaft, die auf der europäischen Fußballkarte nur dank ihrer Fans existiert. Die Fans sind übrigens buchstäblich die wichtigsten Akteure im Management des Vereins. Die Dankbarkeit des Vereins ist so groß, dass die Fans den Verein buchstäblich aus eigener Kraft vor dem Aussterben bewahrt haben. Aber das ist eine Geschichte aus vergangenen Jahren. Heute verfügt der Verein über kein großes Budget und kämpft auf Augenhöhe mit Bayern München. Und schlägt sich auch im europäischen Fußball gut. Wie haben es die Fans also geschafft, den Verein vor dem Bankrott zu bewahren? Und wie haben sie es geschafft, den Verein zum Titelanwärter zu machen? Schauen wir uns das mal an. Uns Erfolge lassen viele neutrale Fans sich fragen, wie ein Verein ohne auffällige Spieler und reiche Eigentümer um den Spitzenplatz im deutschen Fußball mitspielen kann? Außerdem wussten vor ihrem Aufstieg in die Bundesliga nur wenige, dass die Berliner überhaupt existieren. Doch um das ganze Ausmaß des derzeitigen Erfolgs zu verstehen, muss man sich die Tortur vor Augen führen, die der Verein durchgemacht hat. In seiner jetzigen Form entstand er 1966 als Verein für die Berliner Arbeiterklasse. In den folgenden 24 Jahren konnte der Verein keine großen Erfolge verbuchen und gewann nur einmal den DDR-Pokal, 1968. Hauptkonkurrent war die Mannschaft Dynamo, die unter der Schirmherrschaft des rücksichtslosen Chefs der Geheimpolizei stand. Erstaunlicherweise führte dies zu der Dominanz von Dynamo, die zwischen 1979 und 1989 10 Meistertitel in Folge gewann. In Folge zwischen 1979 und 1988. Dynamo holte die besten Spieler seiner Berliner Konkurrenten ab, um sich zu verstärken. Im Gegenzug begann der Verein, die Rolle des Gegners zu übernehmen. Skinhead-Studenten, Punks und Dissidenten schlossen sich zusammen und bildeten eine Fanbasis. Sie nutzten die Spiele von Union, um ihre Wut und ihre Ablehnung der Politik auszudrücken. Nach der deutschen Wiedervereinigung ging es mit den Ergebnissen endlich aufwärts. Aber Union sah sich neuen Schwierigkeiten gegenüber, finanziellen Problemen und dem drohenden Untergang der Mannschaft, und trotz 93 und 94 belegte der Verein den ersten Platz in der Regionalliga, konnte es sich aber finanziell nicht leisten, in die zweiten. Schließlich gelang 2001 erstmals der Durchbruch in die Zweitensliga in Deutschland. Gleichzeitig sorgte man im Pokal für Furore und erreichte das Finale, in dem man gegen Schalke mit 0:2 unterlag. Das Erreichen des Finales garantierte die Teilnahme für den UEFA Cup. Und gerade als es für viele so aussah, als hätte der Verein den Pfad des Scheiterns verlassen und sich in die richtige Richtung bewegen können, kam ein weiterer schmerzhafter Einbruch. Im Jahr 2004 folgte der Abstieg in die Regionalliga, der den Verein in einen weiteren finanziellen Sumpf stürzte, aus dem sich Union nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte. Mit einem neuen Präsidenten steckte der Verein in einer Krise, die seine prekäre finanzielle Lage noch verschlimmerte. Eines der ersten Probleme war die Registrierung in der Liga. Die vom Deutschen Fußballbund geforderte Gebühr betrug 1,5 Millionen Euro. Der Verein hatte das Geld einfach nicht, aber die Fans verstanden, dass die Mannschaft vor dem Aus stand. Die Fans beschlossen zu intervenieren, indem sie eine Aktion, Blut für Union, organisierten, bei der die Fans Blut spendeten und den Erlös auf das Konto des Vereins überwiesen. Auf diese Weise haben sie Union buchstäblich das Leben gerettet. Bis in die vierten semiprofessionelle Liga. Der Präsident traf eine kühne, vielleicht verhängnisvolle Entscheidung und steckte das verbleibende Geld in den Erhalt der Mannschaft, so dass sie es sich leisten konnte, eine Saison lang genau das zu tun. Dieses Wagnis zahlte sich aus, denn die Mannschaft stieg direkt wieder in die Drittensliga auf und besiegte dabei den alten Rivalen Dynamo mit 8:0. Das war ein denkwürdiger Tag für die Union-Fans. Das war ein großer Tag für die Union-Fans und ein Beweis für die Loyalität der Fans des Vereins. Die Geschichte des Stadionumbaus. Die Mannschaft hätte ihre Lizenz verlieren können, weil der Die Mannschaft hätte ihre Lizenz wegen des Notstands der Tribüne verlieren können, aber die Fans haben wieder einmal geholfen und sich zum Wohle ihrer Mannschaft zusammengeschlossen.
Fast 2.000 Fans haben sich freiwillig gemeldet und insgesamt ca. 140.000 Stunden ihrer Zeit geopfert. Die Freiwilligen gossen Beton, strichen die Tribünen und verlegten den Rasen, bis das Stadion so fertig war, dass es sich sehen lassen konnte. Die Mannschaft zahlte mit dem Wiederaufstieg, der Rückkehr in die 2. und blieb dort 9 lange Jahre. In dieser Zeit gelang es dem Verein, seine finanzielle Situation zu verbessern, was sich zweifelsohne in der Konstanz der Mannschaft niederschlug. Der Ausgangspunkt war jedoch die Einladung von Urs Fischer, der den bescheidenen Verein in kurzer Zeit auf ein neues Niveau bringen konnte. Urs Fischer hatte Erfahrung in der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und beschloss, es außerhalb seiner Heimatmeisterschaft zu versuchen, und Union erwies sich als der richtige Verein. Um Urs Fischers Idee umzusetzen. In der ersten Phase wollte er aus dem Verein eine Mannschaft machen, gegen die es schwer zu spielen sein würde. Gleichzeitig legte er den Schwerpunkt auf die physische Vorbereitung und die Organisation des Spiels. Am Ende hatte er Erfolg, Union schaffte es, auf Platz 3 zu klettern und in den Playoffs wartete Stuttgart auf sie. Die Berliner Kneipen waren zum wichtigsten Spiel der Union-Geschichte bis auf den letzten Platz gefüllt. Auf dem Papier waren die Berliner die klaren Außenseiter, aber eine starke Union-Mannschaft. Schaffte trotz der klaren Außenseiterrolle den lang ersehnten Aufstieg in die Bundesliga, Union schaffte den Verbleib in der Bundesliga. Und das nach einer Debütsaison, in der sie einen ziemlich mutigen Fußball gezeigt haben. Aber neben dem Trainer Urs Fischer und der verrückten Unterstützung der Fans haben sie es geschafft, ein kompetentes Transfermodell aufzubauen. Basierend auf einer detaillierten Auswahl von Spielern, die in das System der Mannschaft passen. Ein Beweis für meine Worte ist die Tatsache, dass es Union auch nach dem Abgang der Führungsspieler gelungen ist, Ersatz zu finden. Union es nicht nur geschafft hat, Ersatz zu finden, sondern auch die Gesamtleistung der Mannschaft zu verbessern. Das Ergebnis, das Union in den letzten Spielzeiten erzielt hat, das liegt auch an der Transferstruktur, die Sportdirektor Oliver Runert, der es schafft, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, die er hat. Ein Beispiel dafür, wie der Transfermarkt funktioniert. Werfen wir einen Blick auf die Position des Stürmers. Die Rolle des Stoßstürmers wurde in der ersten Saison gespielt von Sebastian Andersson, der mit 9 Saisontoren der beste Torschütze der Mannschaft wurde. Aber er wurde im Sommer für 6,5 Millionen nach Köln verkauft. An seiner Stelle wurde der 32-jährige Max Kruse als freier Mitarbeiter verpflichtet. Niemand erwartete mehr Torerfolge von ihm, aber Oliver Runert beschloss, auf ihn zu setzen. Wie sich herausstellte, hatten sie recht, Max Kruse schoss 11 Tore und war damit nicht nur Torschützenkönig, sondern auch einer der besten Torschützen der Mannschaft. Und diese beeindruckende Leistung fiel Wolfsburg auf, das 5 Millionen Euro für den Routinier ausgab. Ein unbestreitbar lukrativer Deal für Union. 0:06:27. Nach dem Abgang von Kruse wollte der Verein die Einnahmen reinvestieren. Der Transfer von Aboni, einem jungen, talentierten Spieler, der auf Leihbasis umherwanderte und nirgendwo spielen konnte. Die Scouts von Union sahen jedoch das Potenzial in ihm, und sie haben sich nicht geirrt, er war vielleicht Unions bester Transfer. In der Saison 21 bis 22 schoss er 20 Tore in 43 Spielen. Nach dieser tollen Leistung wechselte der Spieler für 20 Millionen nach Nottingham. Geraldo Becker, der nach dem Abgang von Aboni zum Anführer der Offensive wurde, ist einer der aktuellen Helden der Mannschaft.